Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Schätzfrage, harter Schnitt, ich weiß. Schätzfrage, wie viele Artikel hat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Das Grundgesetz ist ja wichtig. Wie viele Artikel? Sagt mal irgendeine Zahl. Bisschen lauter. 50? Nein, es sind mehr, es sind 146. Wie viele Paragraphen hat die Straßenverkehrsordnung? Machen wir mal so, mehr oder weniger? Weniger, nur 53. 53. Wie viele Paragraphen hat das bürgerliche Gesetzbuch, wo wirklich alles drinsteht? Mehr, ja, eine Zahl bitte. 1600, schon nicht schlecht, es sind 2385. War es ja dicht dran. Und wie viele Gesetze braucht man, um alles Wesentliche im Leben zu regeln? Eins? Ja? Vielleicht? Zwölf. Oder zehn? Oder waren es sechs? Einigen wir uns heute mal auf zehn. Auf zehn. Zehn Gebote, zehn Regeln zum Leben. Und darum soll es heute gehen. Und wo findet man die, wie alles Gute in der Bibel? Aufgeschrieben ist diese kleine, wesentliche Rechtssammlung, die wirklich wahrscheinlich alles regelt, was so regeln kann, im zweiten Buch Mose, im 20. Kapitel. Und da lesen wir Folgendes. Wer möchte, kann auch mitlesen. Die Konfirmanden werden das in einer ähnlichen Fassung irgendwann mal auswendig lernen. Die Alten, die können das ja noch. Aber jetzt gucken wir mal, was steht in der Bibel eigentlich drin. Und da geht's so. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in einem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder, also gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das alles zusammengenommen sieht dann so aus, und das sind die 10 Gebote, die Gott damals den Israeliten gab und die zeitlos auch für uns Christen gültig sind. Für viele Gesetze und Vorschriften im Alten Testament gilt das nicht. Man könnte ja jetzt sagen, das ist Altes Testament, das ist alt, deshalb gilt es nicht mehr. Nein, manche Vorschriften, bei denen ist das so. Alles, was Gottesdienst angeht, was Opferwesen angeht, was Kult angeht, bleibt im Alten Testament. Aber für uns Christen gelten diese Opfervorschriften nicht mehr, weil Jesus sie durch seinen Opfertod am Kreuz abgelöst hat. Für uns gelten neue Regeln. Aber die alten 10 Gebote gelten trotzdem. Jesus selber hebt die 10 Gebote heraus, er setzt sie neu in Kraft und er präzisiert sie und verschärft sie. Also die 10 Gebote, die Gott damals den Israeliten gegeben hat, die sind auch für uns Christen zeitlos gültig. Oft wurden sie missverstanden als Vorschriften, die unser Leben einengen sollen. Ja, die sind ja irgendwie Spaß befreit, du sollst, wer hört das schon gerne.
Aber wenn ich im Harz zum Beispiel auf so einer Straße mal eine steile Serpentine hoch oder runter fahre, da bin ich doch ziemlich froh, dass am Rand solche Leitplanken sind, die das Auto vor dem Absturz bewahren. Ich käme auch nicht darauf, dass mich die Leitplanken hier irgendwie einengen, meine Freiheit beschneiden. Sie bewahren mein Leben, wenn mein Auto ins Rutschen kommt und dagegen knallt oder wenn ich zu schnell unterwegs fahre und hier auf die Rechtskurve zufahre und da rechts rumfahre und zu schnell bin und da voll gegenkrache, gäbe es die Leitplanke nicht, dann würde ich wahrscheinlich da hinten in dem Dorf landen, was man da so sieht. Oder wenn ich mal hoch oben auf so einem Turm stehe und zum Bungee-Jump antrete, dann ziehe ich mir auch nicht die Gurte wieder aus und sage, nee, also, die sind mir zu eng. Ja, die kneifen ja überall, ne? Das möchte ich nicht. Die grenzen ja hier meine Freiheit ein. Nein, die schützen mein Leben. Ja, wenn man die aussieht da oben vom Bungee-Jump, ist das das Letzte, was man tut wahrscheinlich im Leben. Also, nein, diese Begrenzungen, die schützen mein Leben. Die Gebote Gottes engen mein Leben nicht ein, sondern schützen es. Und so sind die 10 Gebote auch keine Verbote, keine Spaßverderberei, sondern sie sind Angebote zum Leben. Wenn du das tust, sagt Gott, dann gelingt dein Leben. Sie schützen und bewahren das Leben, bringen Ordnung ins Chaos und gestalten die Freiheit, in der wir leben dürfen. Im Sport ist es so, ohne Regeln geht es ja nicht. Jedes Fußballspiel braucht Regeln. Ja, dass man die Seite hinrennt, Ball nicht mit der Hand anfassen darf, dass man dem anderen keine reinkloppt und reintritt und so. Jeder Sport braucht feste Regeln, sonst funktioniert das nicht, sonst bricht das Chaos aus. Jede Schule braucht eine Schulordnung, nicht, dass man sie dann vielleicht als dumme Strafarbeit abschreiben muss, sondern dass man sie lebt, dass man sie lebt. Jedes Mietshaus braucht eine Hausordnung, die das Zusammenleben regelt, sonst bricht das Chaos aus. Ohne Regeln, Ordnungen und Gebote, da gibt es wirklich Chaos. Und Beispiele gibt es reichlich, selbst im Krieg gibt es Regeln. Selbst im Krieg gibt es Regeln und wenn man sich nicht dran hält, dann spricht man von Kriegsverbrechen, obwohl jeder Krieg, finde ich, ein Verbrechen ist. Schauen wir uns heute die 10 Gebote mal genauer an und heute, keine Angst, wir nehmen nur die ersten paar. Wir nehmen nur die ersten paar und die andere Hälfte machen wir nächste Woche. Also heute mal mit Cliffhanger so ein bisschen. Heute nur den ersten Teil, sonst schwillt euch gleich die Birne. Sie fangen ja an, die 10 Gebote, mit den Worten, Gott redete alle diese Worte. Sie kommen von Gott. Gott redet alle diese Worte. Im Alten Testament, da redet Gott ständig und ganz konkret mit Menschen. Da gewöhnt man sich schnell dran, wenn man das liest. Ja, Gott sprach zu Abraham, Gott sprach zu dem, Gott sprach zu dem. Und wir denken heute, warum spricht er denn heute nicht mehr so konkret zu uns? Also es ist ein Wunder, dass Gott mit den Menschen redet. Er ist kein stummer, kein verschwiegener Gott, bei dem man nie weiß, was er eigentlich von einem will. Das wäre ja schlimm, sondern Gott sagt einem, was er will. Gott ist keine Frau, bei der Mann nicht weiß, was sie mit ihren vielen Worten eigentlich sagen will. Und er ist kein Mann, bei dem die Frau raten muss, was der Mann jetzt eigentlich denkt. Gott sagt hier ganz genau, was er will und was er von uns erwartet, ganz klipp und klar. Gott redet Klartext. Gott spricht und so beginnt es, ich bin der Herr, dein Gott. Mit einem Geschenk fängt es an, dass Gott sich zunächst einmal den Menschen zur Verfügung stellt. Dein Gott, also heute würde man sagen, dein Goodie. Dein Bonus, ja, das ist etwas Gutes, dein Gott. Das erste Wort Gottes ist immer das der schenkenden Liebe. Er ist nicht ein Gott nur der Reichen, nicht ein Gott der Schlauen, nicht ein Gott der Schlanken, sondern ganz egal, ob du dünn oder doof, dick oder drahtig, reich oder arm, klug oder nicht so bist, sportlich oder lahm, alt oder jung, egal, es ist dein Gott für dich. Ganz persönlich, dein Gott heute und in alle Ewigkeit. Gott ist dein Geschenk, er schenkt sich dir, er redet mit dir und zu dir, also Ohren auf und aufgepasst. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Gott ist also ein Gott der Freiheit.
Er sagt das, als er das Volk Israel befreit hat aus Ägypten, wo sie 400 Jahre schuften mussten, wo sie Sklaven waren, wo sie keine Rechte hatten, wo sie bauen mussten, bis die Finger und Knie und alles blutig war, hat er sie aus dieser Knechtschaft herausgeführt. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er ist der, wie wir es eben gesungen haben, der Wegebner, der Wundervollbringer, der Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln, der wirkt, wenn ich es nicht sehe, der wirkt, auch wenn ich es nicht fühle, der wirkt, wenn ich an ihm zweifle, der wirkt, wenn ich ihn überhaupt nicht verstehe, der wirkt, wenn mein Leben auch mal krachen geht, der wirkt, wenn ich nicht weiter weiß. Er ist immer da und er hört nie auf. Und auch wenn du stirbst, ist Gott noch lange nicht mit dir fertig. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er führte damals sein geliebtes Volk aus dem Gefängnis heraus, hinein in das gelobte Land, das er ihnen seit Abraham ja versprochen hatte. Er führt heute seine geliebten Kinder, uns alle als seine Familie, uns als seine Gemeinde, in die Freiheit. Und so wie sich Israel nach 400 Jahren Gefangenschaft in Ägypten jetzt an völlig neue Regeln in der Freiheit gewöhnen musste, sind jetzt nach 500 Jahren Reformation und einigen Jahrzehnten Volkskirche sogenannter auch für uns neue Regeln nötig, jenseits von Kirchenämtern, Kirchenmauern, Gemeindehäusern, Gottesdienstordnungen, liebgewonnenen Gewohnheiten und vertrauten Strukturen, die gerade allesamt so ganz bisschen, nicht ganz bisschen, ganz doll vor unseren Augen zerbröseln. Und so wie das Volk Israel landen wir als Christen in der Wüste, im Zwischenland. Wir wissen, was wir hatten, aber wir können nicht mehr zurück. Wir wissen nicht, was kommt, aber es gibt keine Alternative, als darauf zuzugehen. Und das nicht allein, sondern mit Gott an unserer Seite, dem Gott, der uns trotz aller Hindernisse in die Freiheit führen wird, so wie er das mit Israel getan hat. Es brauchte 40 Jahre, bis sie aus der Wüste raus waren, aber dann standen sie und nahmen das gelobte Land ein. Gott ist der Wegebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln, der wirkt, auch wenn ich ihn und meine Zukunft nicht sehe. Gott gibt die Gebote als Geschenk, damit dein Leben gelingt, und das macht Gott, weil er dich liebt. Und weil das so ist, geht's weiter, sollst du keine anderen Götter haben. Du sollst keine anderen Götter haben als ihn. Du hast doch schon den einen wahren Gott an deiner Seite, also bastel dir bloß keinen anderen. Du sollst keine anderen Götter haben, neben dem einen wahren Gott, der dir hier und heute begegnet. Und das ist für dich überlebenswichtiger als für Gott. Als Mose damals oben auf dem Berg war und von Gott die Gebote bekam, da tobte unten am Fuß des Berges wirklich der Teufel. Wir haben ein Mosebild im Turm hängen, übrigens ist es ein bisschen verbaut durch die Treppe, deshalb habe ich es gestern mal fotografiert. So ein schönes Bild hängt bei uns draußen im Turm. Mose mit den 10 Geboten in der Hand. Und wenn ihr euch den genau anguckt und denkt, warum hat er denn da so was auf dem Kopf? Der Künstler hier hat sich wahrscheinlich von Michelangelo inspirieren lassen. Und Michelangelo hat sich von einer Bibelübersetzung inspirieren lassen, die übersetzt hat, gehörnt statt strahlend. Das ist wohl irgendwie ähnlich im Hebräischen. Ja, Mose war strahlend auf dem Berg mit der Begegnung Gottes. Und der Übersetzer hat gedacht, strahlend, was strahlt er denn da? Hat dann ihm Hörner aufgemalt, und hier bei uns ist das so ein bisschen so ein Kombi-Ding, würde ich sagen. Also Mose empfängt die Gebote, und unten am Berg, der tobt der Teufel. Die Israeliten, die warten auf Mose, wussten nicht, wo er eigentlich steckt, was er macht, ob er überhaupt noch lebt. Und also basteln sie sich einen Gott aus Gold, ein goldenes Kalb, um das sie rumtanzen und dabei komplett ausflippen. Ihr müsst das mal lesen. Und das gilt bis heute. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der braucht immer was anderes. Der braucht einen Ersatzgott, der braucht Götzen. Die muss man aber selber machen und taugen tun die auch nichts, weil sie nicht reden und helfen können und dich nicht lieben. Dein Auto, wenn du es vergötzen solltest, oder dein Fahrrad, dein E-Bike, das liebt dich nicht. Dein Beruf, für den du alles gibst, der liebt dich nicht. Deine Karriere, dein Geld liebt dich auch nicht. Martin Luther sagte einmal, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Also ich hänge mein Herz manchmal an Dinge, von denen ich denke, dass ich sie unbedingt brauche.
Ja, das kommt manchmal vor und wenn ich mich dabei ertappe, denke ich, wie bescheuert bist du? Ich denke, das brauche ich jetzt, ja, diese Heißluftfritteuse, sagen wir mal. Und ich klappe alle, ja, ich bin zu Hause fürs Kochen zuständig, deshalb, ja, nicht als Geschenk für meine Frau, ja, damit sie das Essen macht, sondern damit ich damit arbeiten kann. Und ich gucke und denke, oh, die hat noch das und die hat noch das und die hat sogar das und dies in diesem Wochenende im Angebot. Wie geil ist das denn? Ja, und ich bin immer kurz am Zucken und denke, Frank, wenn du jetzt schon vor solchen Sachen träumst, dann ist es echt zu viel. Ja, und wirklich, es gibt Dinge, von denen ich denke, dass ich sie unbedingt brauche. Und ja, mein, es ist ja so, welcher Mann in Deutschland kommt schon ohne Bohrmaschine aus? Ja gut, vorgestern habe ich sie auch wirklich mal gebraucht für 3 Löcher in der Wand bei der Tochter. Aber es gibt auch andere Dinge, an die wir wirklich unser Herz hängen, so dass unsere Gedanken Tag und Nacht darum kreisen. Vielleicht das Haus, das Auto, der Pool, der Whirlpool, das Gartenhaus, der ganz besondere Urlaub oder das Konzert. Ich weiß, manche Sänger hier, Chorleiter und Musiker haben bestimmt schlecht geschlafen für den Konzert gestern, was hier schon war und heute, was nochmal sein wird. Und wenn ich das bei mir merke, was mich da gerade gefangen nimmt in Gedanken, dann bitte ich Gott immer um Vergebung, weil ich mehr, viel mehr an vergänglichen Kram gedacht habe als an ihn. Und ich denke mal, wenn ich mal ein bisschen weniger an die Heißluftfritteuse und etwas mehr an Gott gedacht hätte, würde ich vielleicht meinen Job auch besser machen und überhaupt besser klarkommen im Leben. Aber ich glaube, Gott ist groß und er vergibt auch Pfarrern, die manchmal ihr Herz an die falschen Dinge hängen. Ich habe anderes zum Gott gemacht, zum Zentrum, zum Mittelpunkt, zum Götzen, zum wahren Gott. Und vielleicht ertappt ihr euch irgendwo auch dabei. Und weil die nicht helfen können, weil sie mich nicht lieben können, weil ich sie nicht mit in den Himmel nehmen kann, nicht mal die Bohrmaschine, sondern mich eher ins Verderben führen. Deshalb macht uns Gott dieses Angebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das ist für uns gut, nicht nur für Gott. Nach der biblischen Zählung das 2. Gebot, müsst ihr jetzt nicht lesen, das spricht davon, dass wir uns von Gott kein Bild machen sollen, kein Bild von Gott. Natürlich hat jeder von uns irgendein Bild von Gott im Kopf. Und das geht ja nicht anders. Ne? Geht nicht anders. In Religion, in der Grundschule, da sollten wir auch mal ein Bild von Gott malen. Ist das verwerflich? Nein. Ja, ein Bild sagt zwar mehr als 1000 Worte, aber ein Wort Gottes sagt mehr als 1000 Bilder. Gott hat uns Worte hinterlassen. Kein Bilderbuch. Weil Bilder unterschiedlich gedeutet und interpretiert werden können, fragt mal meine alte Kunstlehrerin. Außerdem bergen Bilder die Gefahr, dass man sie zum Gott macht, dass man plötzlich das Bild von etwas anbetet und nicht mehr Gott selbst. In meiner Jugend war es üblich und bei den Kindern war das auch noch so, dass man sich ab und zu in einer bestimmten Phase eines Lebens, die man später jedem verschweigt, Fotos und Poster aufhängen in seinem Kinderzimmer von irgendwelchen Stars. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, die zucken hier nur die Mädels. Ihr habt ja eure Stars die ganze Zeit bei euch, in der Hosentasche, auf dem Smartphone. Was sollt ihr die an die Wand hängen? Ja, ihr habt eure Liebsten immer bei euch und folgt ihren Stories, Clips und Bildern. Und ich weiß nicht, wie intensiv eure Beziehung ist zu euren Stars. Ich verrate jetzt meine auch nicht. Fragt euch nicht, was die über euch denken, wenn sie euch kennen würden, sondern denkt auch mal über Gott nach, der euch wirklich kennt und liebt. Das 2. Gebot nach Luthers Zählung, wir haben es gleich geschafft, ja, don't panic. 2. Gebot nach Luthers Zählung, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir hatten mal eine Konfirmandin vor ein paar Jahren, eine Konfirmandin, die stand immer mit dem Rücken als Erste an der Tür zum Gemeindehaus und hat mit ihren Damen gequatscht. Und immer wenn ich dann von innen die Tür aufgemacht habe, ganz zart und vorsichtig, hat sie sich so krass erschrocken, dass sie immer sagt, oh Gott, jedes Mal. Und ich sage, so weit ist es noch nicht, aber du darfst mich Herr Wesemann nennen. Manchmal rutscht uns ja sowas raus, aber missbrauchen wir damit Gottes Namen? Ich glaube nicht. Missbrauchen wir ihn nicht viel mehr, wenn wir in seinem Namen Krieg führen oder in seinem Namen Menschen sonst wie missbraucht werden?
Und außerdem, wenn wir schon mit O Gott anfangen, ja, damit fängt ja ein Gebet an. O Gott, hilf, oder O Gott, rette, oder O Gott, steh mir bei, jetzt ist Konfa, oder was auch immer. Ja, es ist ja ein Gebetsruf, und wenn danach nichts mehr kommt, ist es vielleicht auch gar nicht so lästerlich, wie man denkt. Gerichtsurteile werden in Deutschland im Namen des Volkes gesprochen. Im Namen von Jesus Christus wird gebetet, auch mal geheilt und auch mal Wunder getan. Der Name Gottes ist heilig, so heilig, dass er im Alten Testament nicht ausgesprochen wird. In Gottes Namen etwas zu tun, in Gottes Namen etwas tun, ist so, als würde er selber tun. In Gottes Namen etwas tun, ist so, als würde er etwas selber tun. Deshalb soll man seinen Namen nicht missbrauchen. Das ist so wichtig, dass nur hier sogar eine Strafe angedroht wird, falls man dieses Gebot absichtlich bricht. Und das dritte Gebot und letzte für heute, wir sind echt auf der Zielgeraden: Du sollst den Feiertag heilen. Du sollst den Sonntag, bei uns Gottestag, sein lassen. Bei den Juden ist es der Samstag, deshalb war gestern dieser Angriff so schlimm auf Israel, weil der Ruhetag war, die Leute nicht gearbeitet haben, die frommen Juden ihr Smartphone ausgestellt haben, weil da nichts erlaubt ist zu arbeiten. Deshalb wurden die gestern auch so kalt erwischt von der Hamas, der Ruhetag. Ja, wir haben einen Ofen, der hat auch eine Sabbateinstellung, das heißt, den kann ich so programmieren, dass er am Sabbat arbeitet, ohne dass ich arbeiten muss. Ich habe es nicht ganz verstanden, das System. Ich bin ja auch kein gläubiger Jude, denn irgendwann muss ich das ja auch aus dem Ofen rausholen und das ist ja dann auch wieder Arbeit. Aber ist egal, ich wollte es nur mal erzählen. Bei uns ist es der Sonntag, der Ruhetag, der Tag, der Feiertag, der uns jede Woche neu an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten erinnert. Und diesen Tag sollen wir Gottes Tag sein lassen. Gott will, dass wir 6 Tage in der Woche unserer Arbeit nachgehen. Ja gut, im öffentlichen Dienst vielleicht nur 4. Also arbeiten, das ist okay. Der 7. Tag gehört aber nicht uns, sondern ihm. Er möchte ihn füllen mit seiner Ruhe, mit seinem Reden und Feiern. In einer Entspannung, die das dauernde Eingespanntsein mal loslassen kann. Die Arbeit soll ruhen und deshalb können wir auch ruhen und durchatmen, auftanken, Gott begegnen, zum Beispiel im Gottesdienst, Gemeinschaft haben, Gott einen Tag in der Woche unsere Zeit schenken und einmal mehr auch unser Herz. Ich weiß, der Feiertag, der Sonntag, der sieht bei den meisten von uns komplett anders aus. Wandern im Harz, heimlich das Auto waschen, im Stadion oder der Sporthalle rumhängen, schön essen gehen, mal richtig auspennen, Hausaufgaben machen oder für die Klassenarbeit lernen. Wer nicht gerade für die Kirche oder im Gesundheitswesen oder die Polizei, Feuerwehr, der Bahn, im Flugwesen, in der Gastrowirtschaft und sonst wo arbeitet, der sollte am Sonntag lieber ruhen. Niemand sollte am Sonntag die Arbeit machen, die er sonst auch macht. Warum? Weil kein Segen darauf liegen wird. Der Sonntag gehört Gott, er gehört seiner Familie, seinen Kindern, der Gemeinschaft, aber nicht der Arbeit, weil es Gott die Ehre gibt und uns Ruhe schenkt für unseren Alltag. Und wisst ihr was? Ihr seid heute hier. Glückwunsch, du heiligst heute den Sonntag. Ein Gebot, check, Haken hinter. Und vielleicht ehrst du auch Gottes Namen, betest kein Bild an und folgst keinen anderen Göttern. Dann bist du gut unterwegs auf dem Weg in die Freiheit, die Gott dir heute schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Thank you.